In Brandenburg gibt es den ersten Verdachtsfall auf die afrikanische Schweinepest. Das bestätigte das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ein verdächtiger Wildschweinkadaver wurde nur wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis bei Cottbus entdeckt. Eine Probe des Tieres, hier haben wir Bilder von einer Übung, wird jetzt im Friedrich-Löffler-Institut untersucht. Die lokalen Krisenzentren sind aktiviert. Schutzmaßnahmen, sie werden bereits vorbereitet. Für Menschen ist die Schweinepest ungefährlich. Die Auswirkungen für die Landwirte, die wären aber katastrophal. Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde zum Beispiel China den Fleischimport sofort stoppen.